Willkommen zurück zu Final Fantasy 3. Ich bin immer noch in dieser Baumhülle, weil ich kann ja nicht speichern hier. Und deswegen kämpfen wir uns weiter fort. Gucken, wohin wir kommen. Das war schon mal nicht gut. Gehen wir mal nach oben. Das ist gut. Phönixfeder, das ist sehr gut. Phönixfeder, das sieht aber nach einem schwierigen Kampf aus, der da uns bevorsteht. Ja, nicht schön. Und vor allem sind meine Leute halt nicht trainiert. Das geht, glaube ich, nicht so gut aus. Aber okay. Greift doch einfach mal normal an. Das könnt ihr doch alle mal machen. Hm, er greift sich selber an. Das ist ja toll. Ach, du bist so doof. Dabei bist du jetzt ein Gelehrter. Hör auf, seinen Unsinn zu machen. Ja, okay, die Gegner sind einfach stärker als vorher. Oh, Mano. Ach, du kannst sogar wieder. Dann machst du doch bitte mal einen Blitz. Wie, du kannst nicht. Wie, du kannst nicht. Hast du schon wieder so viel gezaubert, oder was? Was ist das denn? Die sind voll schwach jetzt. Es ist nicht toll. Finde ich gar nicht toll. Du kannst doch gar nicht angreifen. Du kannst doch nur zaubern. Für den Gelehrten braucht man nämlich diese... Nee, braucht man gar nicht. Die Glocke ist für den Geomanten, habe ich mich erkundigt. Aber ich weiß gar nicht, was der Gelehrte angriffsmäßig kann. Naja. Außer zaubern, meine ich. Na Mensch, seid ihr alle gestiegen in euren neuen Berufsgruppen? Was war da unten dann? Nichts? Gut. Eine Kiste mit einer Phönixfeder. Warum kann man so viele Leute wiederbeleben? Warum ist das so wichtig? Oh Mann, oh. Ist voll gefährlich. Ich werde diesen Kampf sowieso nicht schaffen, das weiß ich genau, weil die Leute sind jetzt einfach nicht gut trainiert und blind auch noch. Vorbei! Tja, du See-Augenmonster, das ist dann wohl so. Na, immerhin. So langsam steigern sich die Angriffswerte sogar. Es ist halt Training, ne? Und wenn jetzt hier voll der Bosskampf kommt, dann ist es aber auch ganz ehrlich nicht einfach aufgebaut, das Spiel. Weil, wenn man jetzt die Berufsklassen neu kriegt, dann macht das ja wahrscheinlich jeder, dass er dann erstmal neue Berufe gibt. Dann sind sie aber nicht trainiert und dann kommt man in diese Höhle und los geht's. Wahrscheinlich soll man dann mit den neuen Berufsgruppen nochmal trainieren gehen und pipapo. Was ist jetzt hier in den Dingern? Oh, wir können uns hier heilen bestimmt. Kann man? Kann man? Kann man? Oh. Oh. Was ist das denn? Was? Was? Du machst mal hier ganz schnell... Oh Mann, nur das nervt, dass er das nicht kann. Dann machst du eben Vita... Toll! Toll! Das Vieh ist voll stark! Scheiße! Super! Und ich greife hier gerade voll an, obwohl ich mal heilen müsste. Ihr Witzbolde. Ja, kannst du bitte Magie, mach mal Feurer.
Du machst mal bitte ganz schnell hier, genau, Phönixfeder auf Arc. Und du, gibst ganz schnell. Gott, ich muss jetzt hier aber eine Heilportion auf Luneth. In der Hoffnung, dass in der nächsten Runde bitte das Vieh nicht arg angreift. Und bitte auch nicht nochmal Luneth. Och, Manno. Scheiße. Oh Gott. Was ist hier los und was ist das für ein Ding? Oh mein Gott. Hab ich ein Schwein. Und alle leben sogar. Wuhu. Sehr gut. Das war jetzt aber echt mies. Zeuszorn. Und 3000 Gil. Das ist ja toll. Warum kann ich jetzt gerade mit dem scheiß Gelehrten, mit unserem Arc gerade nicht mehr zaubern? Das nervt total, weil der so wichtig ist als Heiler. Und da gehen die Heilportionen hin. Warum kann... Hier ist doch überall Wasser. Warum können die nicht einfach sich heilen? Das ist doch voll blöd. Bescheuert, echt. Ich glaube, die werden hier immer beschützt. Diese Kisten, ja. Jetzt checke ich das System hier. Also eigentlich finde ich diese Monster voll cool, aber ich finde es halt mega gefährlich. Ja, das war ja klar, dass er jetzt hier... Scheiße. Manno. Ich habe Angst vor den Dingern. Mach mal Vita direkt auf. Weiß ich doch nicht wen. Das ist bestimmt voll wichtig. Aber dann macht er das als erstes. Das bringt's auch nicht. Das war ja gar nichts. Ihr mit euren 200 Schaden gemeinsam. Peinlich, peinlich. Ach, die war ja gar nicht mal so schwer. Das war wahrscheinlich nur so ein Zwischendurch-Monster. Aber die sah echt cool aus. Ich finde die Monster hier sowieso cool in dem Spiel. Och, Antarktiswind. Warum kann man hier nicht heilen und nix? 3000 Gil. Antarktiswind. Das sind natürlich alles tolle Sachen, aber... Oh. Ein Hinterhalt. Ach, er hier wieder. Na dann. So ein bisschen heilen zwischendurch wäre toll. Voll die blutverschmierte Klinge. Voll das böse, dämonische Monster. Geht doch. Aber wir machen echt nicht viel Schaden, also... Und wir stecken ganz schön viel ein dafür, dass wir nicht gut austeilen. Das ist das Problem. Und das Problem ist jetzt schon, dass ich nicht mehr zaubern kann mit Arc. Das ist nicht so gut. Warum kann man hier nicht... Oh Manno. Oh, die beiden kriegen wir auch noch hin. Die Ollen. Zwei sind blind, zwei haben es geschafft. Immerhin. Die können ja auch blind angreifen, ne? Machen wir einfach mal. Passt schon. Immer drauf. Sehr gut.
Leute, ihr macht das gut, dafür, dass ihr so schwach seid. Aber wir hatten auch gerade ziemlich Glück mit dem Monster, muss ich sagen. 3000, was machen wir mit dem ganzen Geld gerade? Bombensplitter. Na gut, wenn ihr meint. Heilung, warum geht das nicht? Warum kann man das nicht? Das ist voll doof. Kommen wir hierher? Nee. Oder doch? Oh, ich habe mich verirrt, glaube ich. Laufe ich jetzt wieder zurück? Nee, ne? Kannst du vielleicht mal irgendwie was gegen deine Blindheit machen? Augentropfen. Oh, gerade blind aufgehoben. Und vorbei. Na, immerhin. Einer ist schon mal wieder weg. Finde ich gut. Ich greife einfach mal normal an, weil es ist... Ja. Doof ist das hier. Ingos muss mal wieder geheilt werden. Sehe ich gerade. Endlich. Super. Die macht das ganz toll. Die leveln hier voll ab und so, aber irgendwie bin ich verwirrt, wie ich hier rumlaufe. Jetzt bin ich im Kreis gelaufen. Mist. Ich gehe mal durch die eine Tür da oben. Schnell. Ne, hier war ich noch nicht. Königsschwert? Was ist denn ein Königsschwert? Ein Königsschwert hat Angriff 50, mein lieber Schwan. 25, 28, dann tauschen wir mal das aus. So. Aber, nee, warte, das machen wir mal anders. Warum denn eher? Das geben wir mal Ingos. 28, 30... geben wir ihm mal das Königsschwert und dann kriegt er noch das andere Teilfing. Ich weiß nicht, was besser ist. Hm. So, jetzt hat er auf jeden Fall zwei davon in der Hand. Wenn wir schon mal dabei sind, kann ich auch gleich hier die Augentropfen verteilen weiter. Ja. So. Oh, hier können wir durch. Hier waren wir ja auch noch nicht. Scheinbar. Da ist eine Treppe. Oh mein Gott, ist das verwinkelt. Wenn ich hier sterbe, muss ich das alles noch machen. Huch. Das sieht ja schön aus. Das sieht voll schön hier aus. Och nö, nicht sie schon wieder. Auch wenn sie cool aussieht. Autsch. Die steckt aber auch wirklich nicht nur was ein, die teilt auch ganz schön aus. Ingos mit dem Königsschwert? Ja, das war gut. Ich glaube, der wird auch schnell wieder stärker werden, wenn der so gute Rüstung hat. Super. Noch läuft's ja. Rauf auf den Baum und Kiste mit Phönixfeder mal wieder. Und wir sind wieder im Baum. Mit einer Kiste. Elixier. Warum kann man sich nirgendwo heilen, wenn hier überall Wasser ist? So ein Scheiß, echt. Ich kann nämlich kaum mehr zaubern. Im Angriffsvorteil. Na, immerhin. Blöd, ey.
Das ist ganz gut. Als Waldläuferin kann sie Beine angreifen. Wenn sie natürlich jetzt stärker wäre, dann hätte sie das jetzt auch gut gemacht. Aber leider, ja, läuft so. So, wir greifen mal alle einfach normal an. Und du machst Vita auf Refia. Auch sein Vita ist nicht mehr so gut. Das ist voll doof. Na endlich. Oh Mann, ich will nicht sterben. Dann muss ich das alles nochmal machen. Mann, heilt euch doch mal. Was ist, wenn ich hier nach oben laufe? Eine Kiste. Runenbogen. Wie cool. Die hat ja gar keine Pfeile mehr in der Hand. Kriegst du jetzt welche? Runenbogen. Angriff 42. Das ist doch mal toll. Kriegst du. Ich will zaubern können. Ich will mich heilen können. Und zwar meine MP. Ach, das kann er jetzt auch nicht mehr machen. Das ist ja schön. So ein Scheiß. Studieren. Orkanauge. Das hatten wir auch noch nicht. Der Gelehrte kann die Monster jetzt studieren, also analysieren. LP 372. Schwäche heilig. Interessant. Dann müsste der Heiligpfeil von Refia ja gut Schaden machen. Aber es ist schon tot. Warum kann man eigentlich nichts machen, um seine MP hier wieder aufzufrischen? Das ist doch auch hohl. Das ist doch total doof. Und ich kann ihm nichts geben, oder was? Ja, dann greif mal mit deinen Händen an. Yeah. 56 Schaden aber. Voll gut. Und 500 wegen den Heiligpfeilen. Gut, dass ich die gekauft hatte. Sieht trotzdem schlecht aus für unsere Leute. Sehe das schon kommen. Ah, die Kraft der Dunkelheit ist wunderschön. Ein schwarzer Goblin aus Chaos. Ein Goblin, auf den ich eine alles umhüllende Nocturne zeichnen werde. Mit dieser Festung, den Soldaten von Argus und der Kraft der Dunkelheit, werde ich die Welt beherrschen. Es ist Zeit zu sterben. Ja, ich glaube, wir werden wirklich sterben. Wenn ich den mir so angucke, dann sieht es schlecht aus. Es ist so scheiße, wieso kann ich nicht zaubern? Dann mach doch einfach mal so ein Item. Hä? So ein Himmelszorn. So. Du beschießt ihn. Mavi. Du könntest auch Eis machen, aber mach mal Angriff. Du kannst wieder gar nichts mehr, ne? Dann nimmst du auch ein Item. Was denn sonst? Genau, Zeuszorn. Immer schön drauf. Ja! Woll! Finde ich gut. Finde ich nicht so gut. Barrierenwechsel. Oh. Aha. Oh, er verteidigt sich sogar dann nochmal, oder was? Nee, er war wahrscheinlich eh dran. Das fand ich super, das machen. Ach nee, warte mal. Er hat Barrierenwechsel gemacht. Moment. Bestimmt mag er jetzt kein Feuer oder so. Oh Mann, oh. Machen wir jetzt mal Feuer. Du machst wieder Beschuss. Du greifst wieder nochmal. Nee, du machst. Gibst ihm jetzt mal eine. Genau. Und zwar Ingos. Dir selber, also. Studieren.
Ach, scheiße. Ich will rauchen arg gerade. Das ist nicht gut. Ich muss mich heilen, Leute. Wacht wieder auf. So, heil die Leute mal. Oder mach halt... Mach nochmal... Aber er hat ja diesen Barrierewechsel gemacht. Das verunsichert mich. Wir greifen ihn mal. Nee, wir greifen ihn nicht nochmal an. Wir heilen mal. Geht nicht anders. Muss jetzt mal sein. Dich selber. Sie, ihr geht's ja noch relativ gut. Blitzschaden. Blitzschaden, Feuerschaden, das nehme ich jetzt mal. Ja, das war auch gut. Konfus. Mann, der zaubert aber ganz schön was. Mist, gerade Ingus war der Schwächste, aber es ist immer so. Immer auf die Kleinen. Ja, er hat ja noch nicht seinen komischen Barrierewechsel gehabt. Dann können wir ja jetzt eigentlich weiter Feuersachen machen. Stellt LP und MP vollständig wieder her, das ist ja auch gut. Ja, wir brauchen jetzt keine Rüstung, wir brauchen jetzt irgendwelche coolen Sachen, die ich nicht habe. Toll. Manno. Das nervt so, dass der so lange pennt. Der soll mal wieder aufwachen. So. Ach, Blitz geht auch noch. Tja. Ich greife aber mal normal an. Vielleicht bringt das ja was. Refia ist dran. Refia beschießt einfach mal. Und du wirst dich jetzt selber mal heilen. Und zwar ganz schnell, damit du nicht schon wieder gleich stirbst. Und hoffentlich klappt's diesmal. Och, leck mich doch, du Arsch. Bist du jetzt wenigstens endlich mal wach? Ark ist wenigstens endlich mal wieder bei Sinnen. Endlich mal wieder drei Spieler. Ja, normaler Angriff bringt irgendwie gar nichts. Das ist auch toll. Dann machst du wieder mal dein Feuer. Du benutzt an dir selber eine Hype-Portion. Und du studierst das Vieh endlich mal nach drei Stunden. Hallo? Nein, bitte nicht auf den... Oh Mann, oh, warum habe ich so ein Pech? Ich habe so ein Pech. Das gibt's doch nicht. Wie können wir das Vieh denn mal platt machen? Ich mache jetzt diesen Blitzschaden nochmal. Ist mir doch egal. Und jetzt macht er nämlich seinen Angriff wieder immer schön auf Arc drauf. Ja, macht er bestimmt. Mano. Magie. Wir machen mal Eis. Und du heilst ganz schnell.
ist doch so doof. Kann nichts machen. Studiere ihn endlich. Aber es bringt auch nichts. Ihn zu studieren bringt doch eigentlich gar nichts. Ich bin hier echt... Ja, machen wir mal Antarktiswind. Jawoll! Jawoll! Wuhu! Oh, Gott sei Dank. Das hat sogar was gebracht. Und 3 Leben. Damit bin ich schon sehr zufrieden dafür, dass ich kaum mehr zaubern konnte. Oh, ein Erdbeben. Hab Dank, Krieger des Lichts. Die Wände können sprechen. Ich bin der ältesten Baum aus dem... Achso, ich bin der ältesten Baum aus dem lebenden Wald. Hain hat einen Zauber über mich gelegt, um mich zu beherrschen. Doch ihr habt mich von meinen Fesseln befreit. Ich danke euch, Krieger des Lichts. Nachdem ich die in mir gefangenen Menschen befreit und in ihre Heimat zurückgebracht habe, werde ich in den lebenden Wald zurückkehren. Yeah! Vielen Dank! Vielen Dank! Nun ist es an der Zeit, zurückzukehren. Oh, wie süß! Ich bin zurück, hier gehöre... Achso, hier bin ich, gehöre ich hin. Hab Dank für eure Hilfe, meine Kleinen. Wie toll! Ich weiß, der Part ist furchtbar lang, aber ich kann nicht speichern. Hier, nehmt dies, benutzt es, wenn euch die Kraft der Dunkelheit im Weg steht. Ihr habt den lebenden Wald gerettet, wir danken euch. Oh, wie süß! Zahn des Windes erhalten. Wie geil! Voll toll. Nun will ich schlafen, bis die Wunden, die Hain mir zufügte, geheilt sind. 1000 Jahre will ich schlafen und niemand wird diesen Wald betreten können, bis ich erwache. Meine Kleinen, es ist kein Zufall, dass der schwebende Kontinent vor 1000 Jahren entstand, als die Dunkelheit die Welt verschlang. Und es ist kein Zufall, dass ihr 1000 Jahre später als Krieger des Lichts erwählt wurdet. Doch nun müsst ihr diesen schwebenden Kontinent verlassen und euch in die Welt der Dunkelheit, die Oberflächenwelt, begeben. Die Oberflächenwelt? Ihr müsst eilen, wenn ihr jetzt nicht aufbricht, wird es weitere 1000 Jahre dauern, bis ihr sie erneut betreten könnt. Auf ein Wiedersehen. Möge euch das Glück hold sein. Oder waren wir, dass die das gesagt haben? Egal. So, wir haben es geschafft. Ich kann speichern. Ich habe den Kampf geschafft. Blablabla. Bis zum nächsten Part.